Das sind dämonische Kräfte. Wie ist das möglich? Der Kasperkopf gibt Töne von sich? Beantworte meine Frage. Was zur Hölle geht hier vor? Ah, faszinierend. Das ist wunderbar. Okay, hast du mir überhaupt zugehört? Wenn du antworten willst, dann gebe ich sie dir. Dieses Forschungsprojekt habe ich erst vor wenigen Jahren begonnen. Wenn wir dämonische Kräfte isolieren und nutzen können, hätten wir schnell die ganze Welt erobert. Das ist der Wunsch, eure Hochwürden. Was für ein Unfug. Und du kannst es auch mal gut sein lassen, Kumpel, denn seine Hochwürden ist tot. Ah, aber unser Hochwürden ist wiedergeboren worden. Als Engel. Als Engel. Und bald werde ich das auch. Siehst du, was schon ein kleiner Teil meiner Forschung ergeben hat? Sieh, wie wunderbar diese weißen Rüstungen leben. Du ahnst ja gar nicht, was es kostet, auch nur eine Rüstung zum Leben zu erwecken. Ich musste unzählige Dämonen fangen und sie unter meine Kontrolle bringen. Alleine das Heraufbeschwören war fast unmöglich zu bewältigen. Heraufbeschwören? Denn warst du es, der das Tor machte. Ja, ja, das Höllentor. Ich erschuf es als Attrappe für das echte Tor. Aber nachdem ich eine besonders starke Dämonenwaffe verwendet hatte, erwies es sich als ausreichend. Was zur Hölle faselst du da? Du solltest dich etwas ausruhen. Bald wirst du mein nächstes Subjekt für meine Experimente sein. So dass ich ein bisschen von dir lernen kann. Und von diesem Arm. Führt ihn raus. Kirill, lauf! Nero! Kirill! Soll es so sein. Ich werde das Exil ertragen. Solange
ich sie beschützen kann. Ich sollte zurück zum Hauptquartier. Wenn Agnus die Wahrheit gesagt hat, muss Gregor etwas gewusst haben.